wie bewerten Sie denn die Höhe des Sieges? Ist das 7:1 der Leistung entsprechend? Ja, ich glaube, wenn man am Ende 7 Tore schießt, werden glaube ich 18 Torschüsse. Kann sein, dass es 1-2 Tore zu hoch ausgefallen ist, aber wir haben trotzdem auch noch die eine oder andere Situation vergeigt. Also finde es nicht brutal ungerechtfertigt. Ich glaube, der Schlüssel oder einer der Schlüssel war die Verteidigungsaktion von King. Da haben wir in der ersten Situation, können wir in der zweiten Minute 1-0 machen. Im Gegenzug können wir es 1-0 kriegen. Das ist eine Weltklasse-Verteidigungsaktion. Ohne die, glaube ich, wird es schwieriger, weil du dann in der vierten Minute 1-0 hinten bist. Dann, glaube ich, kommst du schon ein bisschen ins Nachdenken. Und spielt natürlich auch der Idee von Salzburg heute brutal in die Karten. Von dem her ist es schon, der hat die Tür damit aufgestoßen, muss man ehrlicherweise sagen. Das kann man nicht zu hoch hängen. Es war eine unfassbare Aktion, wie er das verteidigt, mit welcher Gier auch und Energieleistung er den Sprint macht und dann auch eine Grätsche setzt. Hut ab. Und das war der Opener, wie man im Englischen sagt, glaube ich.